Ja, dann sage ich mal wieder Hallo und herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Folge im Free Spirit Podcast. Wir gehen heute in das kosmische Klassenzimmer zusammen mit Robin Kaiser. Robin Kaiser, ein junger Mann aus Berlin, ihr seht ihn da schon, hat Psychologie studiert, ist Autor mehrerer Bücher und ja, heute mein Gast. Hallo Robin, schön, dass du hier bist. Ja, danke für die Einladung. Robin, ich bin vor kurzem auf dich gestoßen über YouTube, ja auch über dein Buch, was ich mir gerade zuführe, ein hochgeistiges Buch, das kosmische Klassenzimmer. Robin, magst du dich erstmal für die Zuhörer und Zuschauer mal ganz kurz vorstellen, wer bist du eigentlich und wie bist du so auf deinen Weg gekommen? Ja, also ich war immer ein Suchender und als Suchender hat es mich halt in unterschiedlichste Richtungen verschlagen, ne, in Philosophie, in Psychologie, und dann habe ich irgendwie gemerkt, dass ich in den klassischen Wissenschaftsbereichen das nicht gefunden habe, wonach ich eigentlich gesucht habe. Und dann habe ich mich irgendwann der Meditation gewidmet und dann sind auf einmal Sachen in mir aufgegangen und ich habe den inneren Wissensquell eigentlich dadurch geöffnet und ja, daraus haben sich dann auch die ganzen Bücher ergeben. Also es ist wirklich gar nicht was ich irgendwie intentioniert oder geplant hätte, sondern sie sind mir einfach passiert. So, und das war wie ein ganz starker Ausdruckswunsch, das, was ich in mir gefunden habe, dann auch irgendwie in eine Form zu gießen. Ja, das finde ich ganz spannend, wenn du das auch sagst, zu mir gekommen und wer spricht denn da eigentlich in den Büchern? Da werden wir auch gleich mal drauf eingehen. Ja, ein Buch heißt ja auch, das Wir spricht, glaube ich. Ja, und dann so die spannende Frage, wer ist denn das Wir? Aber jetzt möchte ich erstmal sozusagen in das kosmische Klassenzimmer eintreten und meine Frage an dich, Robin, ja, wenn sozusagen deine neue Schulklasse, du wärst jetzt der Lehrer des kosmischen Klassenzimmers, wie würdest du deine neue Schulklasse, die mit ihren kosmischen Schultüten gerade kommen, im kosmischen Klassenzimmer begrüßen? Ja, also herzlich willkommen auf Gaia, Mutter Erde. Ne, Gaia ist ein dreidimensionales Erfahrungsspektakel, wo es sehr unterschiedliche Erfahrungen zu machen gibt. Die Besonderheit auf Gaia ist, dass ihr jeder von euch einen eigenen Körper bekommt, den ihr steuern und lenken könnt, durch den ihr die Welt erfahrt. Also das ist auch eine gewisse Bindung. Das heißt, ihr erfahrt die Welt nur durch den Körper, den ihr oder das Instrument, das Fahrzeug, das ihr geschenkt bekommt am Anfang eures Lebens. Natürlich könnt ihr den auch gemessen an euren geistigen Impulsen steuern und formen, und gleichzeitig erfährt sich die dreidimensionale Ebene nur über die Form, die ihr sozusagen von Gaia selbst geschenkt bekommt. Jetzt sehe ich die Kleinen, das verstehe ich noch nicht, aber ich werde es bestimmt lernen im kosmischen Klassenzimmer, deswegen sind wir in die Schule gekommen. Genau. Robin, ja, lass uns zu dem kosmischen Klassenzimmer gehen. Was ist das kosmische Klassenzimmer? Wie würdest du das beschreiben? Du hast jetzt die Kinder schon begrüßt, aber jetzt auch für die Zuhörer noch. Ja, was ist das kosmische Klassenzimmer und wie ist vielleicht auch dieses Buch zu dir oder durch dich in die Welt gekommen? Ja, also ich habe mich einfach schon immer gefragt, was ist dieses Leben, was wir hier leben, ne? Und was ist vor allem dieser Erdenerfahrungsraum und was ist er nicht? Wofür ist er da und was können wir hier lernen? Und das kosmische Klassenzimmer ist einfach eine bildhafte Metapher von dem, dass wir eigentlich auch über die Erdenerfahrung hinaus seelische Erfahrungen sammeln und Lektionen haben, die uns einfach ja, von Klasse zu Klasse, also von Dimensionsebene zu Dimensionsebene wachsen lassen, als Schöpfer letztlich. Und es ist natürlich, also man kann natürlich selbst das in Frage stellen, ob wir überhaupt lernen, weil ja auf seelischer Ebene wir bereits alles haben, was wir brauchen, und wir uns aber gleichzeitig für das Vergessen, ne, für den Schleier des Vergessens entschieden haben durch diese Inkarnation und uns dadurch diese Chance, diese großartige Chance offenbar wird, uns selber neu zu finden, uns neu zu entdecken. In so einem, ja, ich möchte schon fast sagen, chaotischen Erfahrungsraum hier. Ja, und auch gerade jetzt, ja, ist ja eine spannende Zeit, auf der wir leben, auf dieser Erde. Ja,
Jetzt sind wir schon relativ tief eingestiegen. Du hast gesagt, du hast in den klassischen Wissenschaften noch nicht die Antworten gefunden. Ja, du hast Psychologie studiert, Philosophie, ja, alle haben vielleicht so einige Einstiegsrichtungen. Wo ist so das erste Mal in dir vielleicht so ein Lichtaufgang, wo du merkst, boah, krass, das geht noch eine Ebene höher oder tiefer, als die Wissenschaft uns vielleicht das jetzt gerade so erzählen mag? Wie bist du da sozusagen? Wie bist du in das kosmische Klassenzimmer gekommen und auch zu dem Wissen? Ja, wenn ich das genauso sagen könnte, weil es kommt letztlich von einer Ebene, die ich mit Sprache kaum berühren kann. Ne? Ich kann aus der Ebene sprachliche Übersetzungen anstellen und gleichzeitig kann ich die Quelle meines Wissens nie so real hier in der Welt präsentieren und sagen, okay, ich kann jetzt zitieren im kosmischen Klassenzimmer, dass ich in der Bibliothek von Akasha genau das gelesen habe. Das funktioniert so nicht. Und es begann eigentlich tatsächlich damit, dass ich meditiert habe und dass ich in der Meditation wirklich also sehr intensive, ich möchte sagen, Gotteserfahrungen hatte oder sehr tiefe, naja, mystisch-religiöse Erfahrung, so würde man das wahrscheinlich einordnen, wo mein ganzes Empfinden, wer ich bin, sowas von auf den Kopf gestellt wurde und mir der Realitätsboden so unter den Füßen weggezogen wurde, dass ich mich wirklich erstmal eine ganze Zeit lang, naja, also wie Lost in Space gefühlt habe und mich dann langsam wieder sortiert und geordnet habe und geschaut habe, okay, es gibt wohl noch viel mehr als das, was die Augen des Körpers wahrnehmen. Und wie kann man das jetzt einordnen? Und natürlich ist das Schreiben eines Buches dann auch ein Erkenntnis, aber auch ein Integrationsprozess von dem, was bereits eigentlich sich aufgetan hat. Ja. Wann war diese, du hast in einem der Bücher geschrieben, relativ jungen Jahren, diese Meditationserfahrung, was, da gab es ja auch eine sehr spezielle, oder, glaube ich, wo es einmal so sehr doll geknallt hat, oder war das eher ein stufenweiser Prozess? Aber irgendwo dachte ich, hätte ich gelesen, ja, da gab es mal eine sehr heftige Meditationserfahrung. Was war das und wo war die? Genau, es hat regelmäßig geknallt in den Meditationserfahrungen. Eine ganze Serie davon war in Thailand, in einem buddhistischen Kloster, wo ich sehr abgeschieden einfach für mich meditiert habe. Es gab aber auch welche hier, wo es mich immer wieder in derart andere Identifikationssets von Leben geschmissen hat. Also andere sprechen vielleicht von früheren Inkarnationen oder so. Auf einmal habe ich mich als jemand oder etwas anderes erfahren durch die Meditation. Und die ganze Identifikation von Robin Kaiser Mensch auf Erden war von jetzt auf gleich komplett gedroppt, komplett weg. Und ich habe mich dann irgendwann danach immer wieder gefragt, ja, wer bin ich eigentlich? Und diese Frage hat sich dann, nachdem ich durch so viele Identifikationssets, so viele Persönlichkeitsmantel ausprobiert habe, nachdem ich da durch bin, habe ich die Frage eigentlich sein gelassen und mich gefragt, wer will ich denn sein? Und dann fing das schöpferische Arbeiten an und seitdem ist Leben wünscht dir was. Ja, du sagst in dem einen Buch, mit das Wir, ja, wer spricht denn eigentlich, ja, oder auch in deinen Büchern, ja, ist das nur in dem das Wir spricht sozusagen, wo das Wir spricht, oder würdest du sagen, auch im kosmischen Klassenzimmer, und das andere war irgendwie eine relative Abhandlung über das Absolute, ja, das war Genau, das andere ja. Buch, Genau. ja, das mal überlegen, ja, spricht, würdest du sagen, spricht immer das dahinter und du bist nur der Kanal, oder wie viel Robin Kaiser ist da? Grundsätzlich ist in allem, was ich schreibe, natürlich meine Person, also es geht durch meine Filter, durch mein Filtersystem. Und gleichzeitig ist es auch immer was darüber hinausgeht. Ich habe das Gefühl, dass das erste und auch das zweite Buch, also die Abhandlung und das Klassenzimmer, eine Vorbereitung auf das Wir gewesen ist, dass ich also immer klarer erkenne, was von welcher Ebene kommt. Und das hat sich wirklich bis jetzt, ne, ich schreibe jetzt an einem erneuten Buch, so stark verfeinert meine Wahrnehmung, dass ich mitkriege,
was sich gerade von welcher Ebene ausspricht und an welchen Stellen ich als Robin Kaiser noch interferiere mit meinen eigenen Gedanken und wie weit ich wirklich aufmachen kann, um einfach, naja, etwas Größeres durch mich auszusprechen. Ich sehe jetzt schon die einige Kinder im kosmischen Klassenzimmer, vielleicht andere meiner Zuhörerschaften. Viele sind vielleicht in der Materie vertraut, die anderen denken so, okay, hey, wovon reden die gerade, die beiden? Was würdest du denn sagen, wie würdest du denn das Wir beschreiben, wenn du sagst, hey, das Wir spricht oder etwas spricht durch mich? Wer oder was spricht denn da? Ja, ich würde sagen, dass wir alle mit einer höheren Ebene unserer selbst verbunden sind. Und diese Ebene ist nichts, wo wir uns als Individuum oder als getrennter Organismus erfahren, sondern es ist eine Ebene, wo wir eigentlich Teil einer Kollektivintelligenz sind, einer Schwarmintelligenz mit ganz vielen kosmischen Knotenpunkten. Also, und je mehr wir uns in unserer inneren Wahrnehmung und unserer Intuition schulen, desto mehr können wir uns auch damit verbinden und das bewusst durch uns sprechen lassen. Mhm. Also das ist also eigentlich etwas Grundnatürliches. Und wir haben halt gerade in unserer aktuellen Zeit der starken Isolation und Trennung und Separierung haben wir halt nicht mehr dieses Feingefühl von, okay, also wir wissen zwar, dass das bin ich und können das irgendwie klar auf eine Form runterbrechen, aber was sich dahinter verbirgt eigentlich, das ist uns so ziemlich aus dem Wahrnehmungsfokus gerutscht. Ja. Wer würdest du sagen, spricht jetzt gerade miteinander? Würdest du sagen, dass wir spricht gerade mit sich selbst? Oder wo fängt sozusagen vielleicht das Wir oder wo hört das Wir an und auf und wo ist der Erdenbürger Robin und Martin jetzt gerade in Interaktion? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, es findet gleichzeitig statt. Ne? Je mehr wir uns aufeinander einstellen und in uns zurücktreten, interagiert nicht mehr Robin und Martin als Erdenbürger miteinander, sondern es ist wirklich ein göttlicher Monolog, wo das eine trifft, ne, ja. Wo das Wir sich selbst begegnet und mit sich selbst anfängt zu spielen. Und da an diesem Punkt, ne, immer wieder im Leben zu kommen, bei allem, was man tut, das ist Magie für mich. Ja, und da wird es auch ganz schön funky. Also wenn man sich das wirklich mal auf einer tiefen Ebene gibt, ja, dass wir wirklich gerade ein Bewusstsein sind, was sich mit sich unterhält und vielleicht der Zuhörer, der gerade zuhört oder zuschaut, ja wiederum das gleiche Bewusstsein ist, dann wird es schon ganz schön funky, finde ich, diese Erfahrung, ja. Ja, und aber dann führt es dich wirklich an die Essenz, ne? Ja. Also wenn der Zuhörer nicht mehr uns als ein Objekt sieht, sondern die Stimme, die sich hier ausspricht, als die Stimme in seinem Kopf erkennt, ne, und die Subjekt-Objekt-Trennung sich dadurch auflöst, ne, dann kriegt er überhaupt mit, worüber wir hier reden. Ne? Weil ansonsten, man könnte das, unsere Sprache, wir könnten das, andere Menschen könnten das nicht verstehen, solange sie uns zu einem Objekt machen. Mhm. Aber sobald sie erkennen, dass das, was sich da ausspricht, dieser eine Geist, etwas ist, was in ihnen ist, dann löst sich das Ganze auf und dann setzt wie so ein Schlüssel-Aha ein, und dann kriegt man vielleicht mit in Ansätzen, was ich mit dem kosmischen Klassenzimmer gemeint habe. Also wirklich ein verrücktes Buch. Ich kann euch das wirklich jedem empfehlen. Es ist sehr, sehr tief und auch ja, sehr komplex geschrieben. Ja, muss man manchen Satz auch zweimal lesen, aber es ist wirklich sehr tiefe Materie. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Das ist auch witzig. Ich meine, wir kennen uns noch gar nicht und ich wollte mit dir auch eigentlich ein Experiment starten, nämlich, dass ich das erste Mal ohne Fragen reingehe. Ich habe doch meine Fragen jetzt parat, damit mein Mind sich sicher fühlt, aber eigentlich habe ich gedacht, okay, wenn es dieses Wir gibt, wenn das Wir mit sich sprechen kann, dann möchte ich jetzt hier auch in diesem Podcast mal voll aus dem Weg gehen und schauen wirklich, was sich aus dem Wir heraus ergibt. Und wie gesagt, meine Fragen sind noch da und ich lunge auch immer mal rüber. Also der Mind möchte seine Sicherheit haben und gleichzeitig finde ich das auch wirklich ein sehr, sehr spannendes Experiment, das zu probieren, weil wir ja eigentlich alle diesen Zugang haben. Ja? Wie kommt es denn, dass
dass wir uns so, dass sich viele so getrennt fühlen und viele vielleicht sogar gerade denken, worüber reden die eigentlich? Hey Leute, wenn wir doch eigentlich alle, ja, dieses Wir sind, alle irgendwie inkarniert sind, hat das was mit dem Vergessensstatus zu tun, dass die einen sozusagen vielleicht sich schon mehr erinnern oder die Kanäle weiter offen sind? Oder warum ist das für einen vielleicht, ja, sehr unverständlich, was wir gerade sagen? Ja, naja, es hat damit zu tun, wie sehr jemand sich selber auf den Grund geht und wie viel Abwehr jemand noch gegenüber dem Leben hat. Hm. Weil jede Lebensform, die sich selbst wirklich bis auf den Grund verfolgt, wird erkennen, dass sie mit allem Leben verbunden ist. Und in dieser Erfahrung, ne, dann löst sich das hier und dort auf. Und das ist etwas, was nicht das Wesenselement des kosmischen Klassenzimmers ist. Ne? Das kosmische Klassenzimmer ist extra dafür aufbereitet worden, damit wir eben diese Erfahrung von ich hier, du dort machen können. Und das sind Besonderheiten tatsächlich in der Schöpfung, die es nur hier auf diesem Planeten zu erfahren gibt, also in dreidimensionalen Erfahrungsräumen. Ne? In anderen Schöpfungsräumen ist es ganz anders aufgestellt. Da können wir diese Erfahrung von Trennung, wie wir sie hier erleben, gar nicht haben. Und deswegen sind auch ganz viele für genau diese Erfahrung hierher gekommen und die wollen gar nichts anderes. Und das ist auch völlig legitim. Hm. Ja. Würdest du sagen, weil du sagst, dass hier der einzige Planet, dass die Erde der einzige Ort ist, wo diese dreidimensionale Erfahrung gemacht werden kann? Oder ist in diesem unendlichen Universum, sind da noch andere 3D-Klassenzimmer-Spielräume zur Verfügung? Es gibt noch sehr, sehr viele andere 3D-Klassenzimmer, ja, auch auf jeden Fall. Ja, ich, ja, genau. Und es wird auch so sein, dass wir gerade in einem Klassenstufenwechsel eigentlich sind. Und diejenigen, die weiterhin die 3D-Klasse spielen wollen, die werden das dann auf anderen Erfahrungsträgern machen. Das habe ich auch in deinem letzten Interview mit dem Van Vlieten gehört. Wir haben einen Systemwechsel bei laufenden Systemen. Das hat mich sehr angesprochen. Ich finde dieses Bild wirklich sehr gut. Was für Systeme wechseln denn gerade deiner Meinung nach? Also was ist denn, wie würdest du denn das alte System beschreiben und wie ist dieses neue System, was gerade ja, für alle ziemlich sichtbar, denke ich, auch am Entstehen ist? Naja, also ganz wesentliches Merkmal ist halt dieses mit der Trennung und der Verbundenheit, dass wir aus einem, ja, egonalen Denk- und Empfindungssystem herauskommen hin zu einer Gemeinschaftsstruktur, einer Stammesstruktur, einer Wir-Struktur. Und also das ist ein zentrales Element. Und dass die ganzen im Klassenzimmer verdrehten Schöpfungsgesetze, die wir hier haben, sich wieder so ausrichten, wie es auf höheren Ebenen auch bereits schon ist. Also das, ja gut, da könnte man jetzt noch tiefer eintauchen. Was sind eigentlich im Einzelnen die Schöpfungsgesetze? Ja, da... Die lernen wir dann in der nächsten Stunde auf jeden Fall. Ja. Also ich hätte auf jeden Fall auch Lust, das fortzuführen, die Reihe, merke ich gerade, weil ich glaube wirklich, dass wir an vielen Stellen sehr, sehr tief natürlich einsteigen können, aber ich würde gerne mal noch zu den Grundlagen gehen. Warum sind die Schöpfungsgesetze überhaupt verdreht? Also was ist passiert, dass wir scheinbar wirklich auf dieser Welt eine absolute Umkehrung erfahren dessen, was wir eigentlich sind und wie die Schöpfungsgesetze, wie du sie gerade auch benannt hast, funktionieren sollten. Warum haben wir so eine krasse Umkehrung? Und wer ist dran schuld? Genau. Wie nennen wir ihn? Wo ist er? Naja, also erstmal können wir immer den Finger auf uns selbst zeigen, weil wir diese Welt, wie wir sie wahrnehmen, gemacht haben. Ne, es gibt keinen anderer, der die Welt gemacht hat, die du wahrnimmst. Und das gilt für jeden Einzelnen von uns. Und wir haben die freie Wahl, ob wir die Welt so wahrnehmen wollen, wie wir sie wahrnehmen, oder ob wir mit der durch die Welt hindurchschauen und dahinter etwas anderes wahrnehmen. Also es ist immer die Frage, was willst du dir selber beibringen mit Hilfe der Welt? Ne? Weil wir können an der Welt uns alle möglichen Denksysteme beibringen. Wir können uns die Denksysteme der Trennung und Separation und Spaltung und der Angst beibringen oder wir können die Welt herannehmen, um uns wieder in ein gemeinschaftliches Schwingungsfeld zu begeben.
Und für alles ist erstmal Raum da, ne? Du kriegst für jedes Denksystem, was du dir selber ausdenkst, kriegst du irgendwie von Beweise geliefert aus der Welt. Und deswegen gibt es ja auch so viele einzelne Schwingungsräume, möchte ich sagen, auf der Erde, die gerade parallel völlig nebeneinander herlaufen. Ne? Wir sehen ja, uns wird nach wie vor eine Kollektivrealität aufgedrückt, aber die ist so weit weg von dem inneren Erfahrungsraum von Leuten, die wirklich mit sich verbunden sind, dass es wie parallele Schwingungsräume gibt. Und diese Erfahrung wird sich in nächster Zeit noch mehr verstärken, bis letztendlich unterschiedliche Welten dabei herauskommen. Werden diese unterschiedlichen Welten, was glaubst du, oder was glaubst du, Robin Kaiser und das Wir? Das ist wirklich spannend. Ich frage mich immer gerade, mit wem spreche ich gerade? Habe ich gerade den direkten Zugang zum kosmischen Wir und kann ich jetzt alle Fragen stellen? Oder muss ich noch irgendwie an Robin vorbeikommen, um dahin zu kommen? Wobei wir es ja eigentlich alle haben. Ja, ist ja eigentlich total Quatsch. Ich könnte jetzt in diesem Moment die Augen schließen und mir direkt die Antworten holen, aber das wäre jetzt wahrscheinlich für die Zuhörer etwas langweilig. Was glaubst du denn, wenn wir jetzt mal auf die aktuelle Welt schauen, ja, in diesem Systemwechselprozess, sagen wir mal, wie weit ist denn das neue Betriebssystem installiert? Ja, sind wir noch am Anfang und die Bugs sind noch sehr stark am Laufen oder ja, wie weit ist die Installation fortgeschritten? Was glaubst du? Das ist eine sehr gute Frage, die man auch auf mehreren Ebenen beantworten kann. Sie ist immer so weit fortgeschritten, wie du das System aus dir herausgebracht hast, das Alte. Also das heißt, du kannst jetzt schon, ne, diese neue Erde wahrnehmen, wenn du dich von den Codes und Programmierungen des alten Systems befreit hast. Es gibt dort nicht diese für uns alle gültige eine Programmierung, in der wir stecken. Ne? Also das ist ja eben das, was uns versucht wird zu verkaufen über alle möglichen Ebenen. Also das fängt wirklich von ganz einfachen Sachen an, wie die lineare Uhrzeit, mit denen wir aufgedrückt, die uns aufgedrückt wird, ne? Von allen anderen Klassifikationen oder Wertsystemen von Geld oder ähnlichen Konstrukten. Hat alles damit zu tun, dass es uns dadurch in einem ganz bestimmten Schwingungsraum hält. Ja. Ja, du, also das finde ich in deinen Büchern auch sehr spannend. Du hast wirklich eine sehr, sehr direktive Sprache und das klingt wie Gesetz und das ist also wie so ist das. Und ich finde das aber total geil, weil das eben nicht so, ja, es könnte es sein, sondern es ist wirklich so, wie als würde etwas Kosmisches sprechen. Was macht dich, sage ich mal, so sicher, beziehungsweise woher weißt du, wie viel Robin ist noch drin und wie klar ist die Botschaft, die gerade durchkommt? Weißt du, wie ich meine? Das ist eine sehr wichtige Frage. Ich als Robin habe mich ne, in der Philosophie bewegt und da ist ganz viel hätte, könnte, vielleicht ist es so, Genau. vielleicht ist es auch anders. Und das war mir alles so wischiwaschi und schwammig, dass ich für mich selbst gerne die Klarheit eines absolut straighten Ausdrucks haben wollte. Und entsprechend dem hat sich das, was sich durch mich spricht, genauso ausgedrückt. Also die Art der Lektionsübermittlung ist sozusagen auf meinen Geist in der Härte oder auch manchmal Präzision, die mir auch zum Teil durch die Bücher irgendwie vorgeworfen wird, ist auf mich angepasst. Ich brauche sozusagen diese klaren Ansagen aus der geistigen Welt, die sich dann in dem Buch weiter fortsetzt, um meine eigenen Erkenntnisschritte zu machen. Und also ich kann, also guck mal, letztlich kommt es auch nicht darauf an, ob ich das jetzt als Mensch geschrieben habe oder nicht, weil ich als Mensch genauso Teil des göttlichen Wirs bin wie alles andere auch. Das ist auch wieder, also da müssen wir auch wieder schauen, okay, wo haben wir noch eine Hierarchie aufgestellt in unserem Geist, dass es da die allwissende geistige Ebene gibt und wir hier als kleine Menschen, Erdenbewohner irgendwie nicht durchblicken, was in der Schöpfung so passiert. Aber dem ist eigentlich gar nicht so. Es gibt ganz viele kosmische Wesen, die absolut keine Ahnung haben, was hier auf der Erde abgeht. Ja, und da sind wir Spezialisten für den Erdenerfahrungsraum.
Und deswegen kann ich natürlich nicht gewährleisten, dass das 1:1 eine lupenreine, von mir nicht beeinflusste Stimme ist, die sich dort ausdrückt. Und das ist auch, also ich hab einen sehr hohen Selbstanspruch und habe natürlich versucht, durch kritische Reflexion immer wieder mich selbst zu durchleuchten und zu schauen, okay, wo habe ich was Eigenes, was vielleicht das so ein bisschen einfärbt oder so mit drin. Und letztlich habe ich auch das losgelassen, weil ich mich in meinem Robin genauso umarmen kann und genauso als göttlich erfahre wie all die anderen Ebenen auch. Und dadurch wurde es dann nochmal eine Ebene tiefer. Ich mag dieses Bild des kosmischen Klassenzimmers wirklich sehr. Also seit das Buch oder du da zu mir gekommen, ich habe wirklich das Gefühl, so, oh, nehme ich jetzt zuerst das Buch in die Hand oder das Buch so des kosmischen Klassenzimmers. Und auch wenn ich mit dir rede, ich merke so, oh Gott, da gibt's so, da möchte ich noch eintauchen, da möchte ich noch eintauchen. Also ich liebe es wirklich, ja, in diesem kosmischen Klassenzimmer zu sitzen und mich zu erfahren, zu, genau, das ist die nächste Frage. Ist es ein Erinnern wieder oder ein Dazulernen? Ja, das habe ich mich schon auch schon ganz oft gefragt. Ja, haben wir vergessen und erinnern wir uns wieder oder ist es eigentlich ein Entwicklungs- und ein Lernprozess? Weißt du, wie ich meine? Ich würde es letztlich als Erinnerung Als bezeichnen. Erinnerung. Also, dass wir auf einer Ebene unserer selbst schon in der Fülle der Ganzheit aller Informationen schwimmen und eigentlich alle Erfahrungen auch schon gemacht haben und alles Wissen in uns tragen. Und alles, was jetzt passiert, ist einfach die Erinnerung daran. Hattest du oder hast du auf deinem Weg, sage ich mal, Vorbilder, Mentoren, die dich auch auf deinen Weg gebracht haben? Also wer würdest du sagen, ist in deinem, egal ob das jetzt noch physisch anwesende Menschen sind oder auch vielleicht geistige Entitäten, wo, mit wem hast du dich da gern verbunden oder ja, du weißt, was ich meine. Also angefangen von meinem Philosophieprofessor über, also es, ne, ist, ich hatte einen Philosoph, einen Psychologe und einen Mönch als Lehrer. So und in der Kombination bewege ich mich auch die ganze Zeit. Ja, gute Kombi. Ja, es wurde immer mehr zu dem, dass ich meiner eigenen Stimme so vertraut habe, dass ich sie wirklich als letzte Wahrheitsinstanz, das, was sich durch mich ausdrückt, erfahren durfte. Und ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann, also ich wurde atheistisch erzogen, aber ich habe letztlich auch eine ganz, ganz tiefe Verbindung zu Jesus bekommen. Und den nehme ich immer wieder heran, wenn es um Unsicherheiten geht. Also der Kontakt ist sehr klar, sehr direkt. Ich kann ihn sehr gut wahrnehmen und darüber habe ich halt auch viel meiner eigenen geistigen Ergüsse immer wieder nachjustiert oder geschaut, wie würde er darauf schauen? Mit welchen Augen würde er auf die Welt schauen? Und was macht das mit mir? Also da habe ich einen ganz, ganz tiefen Herzenskontakt. Das kann ich gut verstehen und den kann ich auch sehr, sehr gut fühlen. Ja, auf jeden Fall ein Bruder. Auf Ja, jeden Fall. wenn ich jetzt sozusagen, ich versetze mich dann auch immer so in andere Hörer rein und sagen, ja, Mensch, Leute, Jungs, das klingt echt schön und gut, was ihr da sagt. Wie kann ich das denn jetzt für mich schulen? Also wie kann ich denn sozusagen für mich selber überprüfen, dass das, was das Wir jetzt gerade sagt, auch stimmt? Also wie, was würdest du sagen? Du hast selber deinen Kanal ja schon auch gesagt, Meditation, aber wie können Menschen sozusagen anfangen, diesen Kontakt, ja, mit Spirit, mit Geist wieder mehr aufleben zu lassen in ihrem Leben? Also ich würde sagen, jeder, der das anschaut, steckt mittendrin, gerade jetzt. Und es hat wirklich fundamental mit dem zu tun, als was betrachte ich mein Leben und mich selbst, meinen Körper. Also dieses Anschauungssystem, dieses alte, vielleicht auf Funktionalität basierende, ne, also mein Körper muss irgendwie leisten und funktionieren und ich ernähre und unterhalte ihn entsprechend, ist eine ganz andere Haltung zum Leben, als wenn du deinen Körper als heiliges
Ritualwerkzeug in Ja. einer Schöpfungszeremonie betrachtest. Boah, was für ein schöner Ausdruck. Ja, weißt Ja. du, das ist Ja. und das ist letztlich ein ganz anderer Zugang zum Leben, wenn du dich so betrachten lernst. Und das hat immer was damit zu tun, liebgewonnene alte Glaubenssätze und Strukturen, die du dir selbst beigebracht hast, loszulassen und zurückzutreten und zu schauen, okay, was will das Leben gerade von mir? Wo will das Leben gerade, dass ich hingehe? Zu wem? Ne? Also was wirklich dieses Gefühl zu bekommen von, okay, da zieht es mich gerade hin. Ne? Mhm. Und das ist, wenn ich jetzt davon spreche, dass das Leben irgendwie dich auf deinen Weg lenken möchte, dann ist dieser Weg nichts anderes als das, was du auch willst. Ne? Das ist das, was wirklich im Grunde deines Herzens auch dein Wunsch ist. Wir sind bloß selten so mit uns verbunden, dass wir ganz klar unseren Weg wahrnehmen. Ja. Und das ist eben genau die spannende Frage, die hatten wir gestern auch in einer Runde, nämlich wie nehmen wir denn sozusagen wieder diesen ursprünglichen, nennen wir es mal Seelenplan, so plakativ, wieder wahr und wie kriege ich die vielleicht auch über, es gibt ja das Ego, das will dies und jenes und ach, ich hätte gern das und das und das ist manchmal auch ganz schön entgegengesetzt zu dem Seelenplan. Wie bekomme ich die beiden deiner Meinung nach wieder gut überein, beziehungsweise wie kann ich das überhaupt, also ja, weißt du, diese Frage, dieses wieder spüren, dieses Hören, dieses Erinnern, ja, dieses leise Klingen noch in der Ferne, wozu ich eigentlich hierher gekommen bin, ja, gerade für, sagen wir mal, diese Inkarnation. Wie kann ich dem besser wieder lauschen lernen? Oder woher weiß ich überhaupt, dass es gerade mein Seelenplan ist, der spricht, oder nicht mein Mind, der sich gerade wieder ausdenkt, diese und jene Erfahrung wäre eigentlich ganz toll. Also, wenn sich diese Frage nicht mehr stellt, dann weißt du, dass du sozusagen dass du auf dem richtigen Weg bist. Sobald sich diese Frage noch stellt, ist es was aus dem Mind kommt und ist es eine Unsicherheit, die schaut, okay, gibt es hier noch, gibt es links, rechts noch irgendwie was? Bin ich wirklich sicher? Ist es das? Also wenn du auf deinem Weg bist, dann kriegst du das zu 100% mit und dann bist du dir zu 100% sicher. Und immer wenn der Mind dazwischen grätscht und versucht nochmal irgendwie dich auf eine Einbahnstraße zu lenken, dann kriegst du das auch mit. Also es ist letztlich, das kosmische Klassenzimmer ist so einfach gestrickt, dass wir in jedem Moment durch unseren Körper, durch die Empfindung, durch die Gefühle Rückmeldung davon kriegen, sind wir auf unserem Weg oder nicht. Ne? Geht's dir gut? Bist du auf deinem Weg? Geht's dir nicht gut? Hast du irgendwo eine Abbiegung genommen? Und das Leben mit allem, was es tut, bringt dich wieder auf deinem Weg. Ne? Also das ist, es ist eigentlich ist es so einfach. Und gleichzeitig sind wir hier natürlich in multiplen Verstrickungen in der Welt und es ist so absurd zu sehen, dass so viele Menschen gerade aufhören zu leben, weil sie Angst haben, davor zu sterben. Ne? Das ja, ist, ja, und da kann man wirklich sich nochmal dieses grundsätzliche Phänomen, okay, was heißt Leben eigentlich? Ne? Und vielleicht ist Leben viel mehr als das, was ich jetzt hier erfahre. Vielleicht gibt es da viel mehr Zugänge dazu und vielleicht geht es weiter nach dem Tod. Und das sind einfach, alleine wenn die Menschen schon erkennen würden, dass es einfach geradewegs durchgeht. Ne, wenn sie dieses kosmische Klassenzimmer wieder verlassen. Das ist ununterbrochen. Ja? Und alleine wenn das schon wenn das zu einer Erfahrung wird und zu einem Wissen, was nicht vom Kopf, sondern vom Herz kommt, wo du dir absolut sicher bist, das ist so, dann würde das Leben schon ganz, ganz anders aussehen. Ja.
Ah, ist schön, es erinnert mich gerade an eine Antwort. Ich habe mal einen Lehrer von mir gefragt, ja, woher weiß ich denn, ob ich verliebt bin? Er hat gesagt, wenn du verliebt bist, wirst du es einfach, du weißt, dass du, dann stellst du die Frage nicht mehr. Solange du dir die Frage noch stellst, ist es das wahrscheinlich noch nicht. Und wenn du verliebt bist, du weißt es einfach, du spürst das. Also ich finde die Antwort ganz schön. Das ist ein innerer Abgleich, ja, ob ich da in Alignment bin. Ja, schön. Ich mag nochmal so auf diese verschiedenen, ich nenne es jetzt mal Einstiegstore zum Erwachen zurückgehen. Ja, du sagst, du hast dir mit Meditation erarbeitet, ein anderer hat ein spontan Erwachen, ja, oder hat sehr, sehr viel Leiden erfahren und eine andere Gruppe bedient sich auch, sagen wir gern, bewusstseinserweiternder oder verändernder Substanzen. Ja, Ayahuasca kommt sehr stark nach Deutschland oder auch in der Psychotherapie wird mit vielen verschiedenen Substanzen, ich nenne sie jetzt mal Medizin im Gegensatz zu den Drogen, die, sage ich mal, das Bewusstsein eher dämpfen. Was hältst du von, sage ich mal, solchen bewusstseinserweiternden Medizinen? Hältst du das für ein sinnvolles Werkzeug oder ist das eher etwas, was vielleicht sogar die Entwicklung behindern könnte, weil es Stufen zu schnell überspringt? Weißt du, wie ich meine? Ja, es ist ein sehr sensitives Thema und es ist ein bisschen beides. Also alles hat, wenn es im richtigen Geist angewandt wird, hat alles unglaubliche Heilungspotenziale. Also dieser Bereich der Medizin kann unglaublich schnell Tore öffnen, die natürlich auch wieder überfordern können, einen Organismus. Und gleichzeitig würde ich mich freuen, wenn die klassische Psychotherapie zum Beispiel mehr mit Psilocybin arbeitet. Das ist gerade in der Charité, ein Studienkollege arbeitet in der Charité an Forschungen daran, wie die das einsetzen. Und das ist am Kommen und gleichzeitig wird es halt radikal unterdrückt, weil es so viel öffnet. Und ja, also es eine wirkliche Alternative zu pharmazeutischen Mitteln ist. Und also ich würde im Bereich der Medizin auch noch mal ganz klar zwischen den künstlich hergestellten und den natürlich gewachsenen Stoffen unterscheiden. Also ich habe selber sehr wenig eigene Erfahrung. Ich habe Erfahrung mit Ayahuasca gemacht und das war eine große Lehrmeisterin, kann ich nicht anders sagen. Also die hat, also ist auch schon ein paar Jährchen her, aber die hat mir das Leben auch wirklich nochmal, also die hat mich wirklich an den Ohren gepackt und in meine Prozesse gezogen. Ja. Die hat mich wirklich nachsitzen lassen in den Schulfächern, wo ich nachlässig gewesen bin. So, großartige Lehrmeisterin und gleichzeitig absolut von den Menschen auch wieder missbräuchlich verwendet. Und da ist es halt so eine Gratwanderung von dem, dass ich generelle Empfehlungen aussprechen kann, weil es wirklich auf den Geist ankommt, der diesen Raum öffnet, wo dann mit Medizin gearbeitet wird. Ja, also es ist vor allem auch in anderen Kulturkreisen, es ist viel mehr integriert und da hat es auch einen ganz anderen ja, kulturellen Stellenwert und dadurch, dass wir uns hier in unserer westlichen Kultur so sehr davon entfernt haben und sind tatsächlich so ein bisschen die Zugänge zu diesen Zuständen abhanden gekommen. Deswegen sind sie ja in den 70er, 80er alle nach Indien und tragen jetzt immer noch die Besetzungen von irgendwelchen indischen Gottheiten in sich. Da arbeite ich viel dran. ja, also es ist. Und gleichzeitig hat unsere Kultur auch noch diese Zugänge. Aber die sind tatsächlich mehr vergraben als in anderen, beziehungsweise bewusst mehr verschüttet worden, weil unser Zugang naja, hier im nordischen Bereich auch so kraftvoll gewesen ist, als wir ihn noch gelebt haben. Ja. Hast du für dich eine Schöpfungsidee oder eine Schöpfungslehre? Es gibt ja sehr, sehr viele Mythen nun, ja, es gibt die indische Philosophie, die nordische, du hast es gerade angesprochen, ja, viele, viele Weltentheorien. Was ist so dein geistiges Bild, sage ich mal, davon, vielleicht von unserer, da steht es drin sozusagen, für jeden, der es genauer wissen will. Das sind 550 Seiten.
Ja. Aufschlüsselung meiner Schöpfungslehre. Okay, super. Kaum verständlich, selbst für mich. Und gleichzeitig, gleichzeitig entfalte ich nach wie vor immer noch das, was ich damals durchgekriegt habe. Also ich bin wirklich hier, um mich in keine Strömung reinzugehen, sondern um das Schöpfungswissen meines Teams, meines Schöpfungsteams, und ich bin wirklich mit einer ganzen Spezies-Gruppe hier, um das hier einfach als Lebensalternative, möchte ich einfach mal so sagen, in das Feld zu geben. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Wir hatten uns gestern auch eine Frage gestellt, weil du auch gerade gesagt hast, für mich wenig verständlich, wenn du sozusagen die Sachen durchbekommst. Wie würdest du deinen Bewusstseinszustand bezeichnen? Würdest du sagen, du bist wie so eine Art Trance und du tippst einfach und es passiert? Oder wie viel bist du noch da in diesem Moment? Und dann noch hinten dran, wie viel kannst du dich selber dann sozusagen dran erinnern, beziehungsweise verstehst selber, was du eigentlich gerade niedergeschrieben hast? Ja? Also das Ziel von der Gruppe, die mit mir arbeitet, ist nicht, dass ich zu einem Tieftrance-Medium werde und gar nichts mehr mitkriege. Ja. Weil es auch um die Entwicklung meines Bewusstseins geht und die Anhebung meines Bewusstseins, dass ich in meinem Bewusstsein auch die Erkenntnisse tragen kann, also in meinem Alltagsbewusstsein, die durch mich kommen. Also das heißt, die stärksten Erfahrungen habe ich tatsächlich während des Schreibens des Wir gehabt, wo ich wirklich also ich habe das innerhalb von einem Monat geschrieben, ekstatisch entrückt, würde ich sagen. Schönes Wort. Gewesen bin. Also wo ich wirklich weit draußen gewesen bin und sehr, sehr über der Welt geflogen bin, geschwebt bin, als ich das geschrieben habe. Ich habe nach wie vor, wenn ich schreibe, habe ich leichte Entrückungszustände, wo ich merke, wow, okay, jetzt gerade öffnet sich ein Bewusstsein, was weiter, weiter, weiter ist als das, wo ich mich gerade drin empfinde. Und ich liebe das. Also es ist, es macht wirklich große Freude. Und es gab dadurch auch Texte, die ich geschrieben habe, an die ich mich so nicht mehr erinnere. Also das heißt, gerade in den tiefen Durchgaben oder auch wenn ich in Live-Seminaren zum Beispiel bestimmte Kräfte durchkomme, mit denen ich arbeite und die in Live-Seminaren Sachen durchchanneln und ich die irgendwie 2 Tage später selber nochmal nachhöre, dann sind da Sachen dabei, an die ich, Robin, mich nicht mehr ganz dran erinnern. Aber letztendlich findet schon eine ganz starke Verwebung zwischen meinem Bewusstsein und dem Bewusstsein meines Spezies-Kollektivs, das durch mich arbeitet. Ja. Ja, ich sehe viele hier, höre innerlich viele Zuhörer und denke so, okay Leute, das klingt funky, aber wir können uns ja mal zumindest für die Möglichkeit öffnen, ja, vielleicht. Na, guck mal, also alleine schon, wer die Existenz eines höheren Selbstes akzeptiert oder das zu seinem Teil seiner Erfahrung werden lässt, das ist eigentlich nichts anderes als das, was ich beschreibe, bloß dass ich das höhere Selbst in einer Kollektivstruktur wahrnehme. Ja. So. Ja. Und dass ich weiß, dass ich nicht immer im kosmischen Klassenzimmer gewesen bin, sondern von einer anderen Ebene komme und hier halt bewusst hergekommen bin, ich spreche ungern von Lehren, aber letztlich ist es eine Art der Schöpfungslehre, hier einfach zu verbreiten. Ja. Ja. Kannst du sagen, wann das für dich anfing, ja auch wann vielleicht so diese Durchgaben kommen, und kannst du dich sozusagen an eine Weltsicht erinnern, wie du die Welt mal wahrgenommen hast und wie du sie vielleicht jetzt wahrnimmst? Also würdest du sagen, dass die Wahrnehmung komplett anders, siehst du nur noch die Farben und Energien rumlaufen, oder wie würdest du sagen, ist deine Wahrnehmung damals zu heute, Blue Pill, Red Pill? Da sind Welten dazwischen, kann ich sagen. Mhm. Zwischen der Wahrnehmung, wie ich jetzt mich selbst und die Welt wahrnehme, und von vor 10 Jahren, sage ich mal so. 10, 15 Jahren. Also das war, ich war lange
einfach nur im, naja, blinden Wissenschaftsglauben drin und habe tatsächlich, bis ich 18 war, nicht an nichts außerhalb der materiellen Realität geglaubt. Okay, krass. Tatsächlich war das, bis ich 18, 19 war, war das nicht Teil meiner Realität, weil ich ja auch wie die meisten anderen einfach ganz, naja, mehr oder weniger normales Schulsystem durchlaufen habe, wo das kaum Teil war und zwar schon immer an Stellen hellhörig geworden bin, wo es dann um diese Thematiken ging. Aber letztlich war ich wirklich in einem tiefen Wissenschaftsglauben drin und habe wirklich einfach dem vertraut, was sie mir in den Universitätskirchen erzählt haben. Ne? Und ja, dann, also ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo ich fasziniert von den Menschen gewesen bin, die, also damals habe ich gesagt, die an Gott geglaubt haben. Ich habe das null verstanden. Ich habe es nicht gerafft und ich fand es immer, hä, wie können die an irgendwas Höheres glauben? Ich war fasziniert und so ein bisschen neidisch auch, dass sie sich die Welt so einfach machen können. Ich dachte mir so, die verarschen sich selbst. Das habe ich wirklich gedacht. Und das lag einfach daran, dass mir die Erfahrungen gefehlt haben. Und ne, ich dachte, die färben sich ihre Welt irgendwie in Licht und Liebe und kriegen gar nichts mehr mit, dass sie eigentlich nur sie, also, ne, und das ist eine Wahrnehmung, die sich so verändert hat, eben durch diese Erfahrungen, wo ich mir jetzt, ja, wo ich auch eigentlich quasi wirklich diametral auf der anderen Seite gerade stehe und mich selbst von damals betrachten kann, aber es fühlt sich wirklich an, als ob das ein anderes Leben gewesen ist. Also ich habe das Gefühl, in meiner kurzen Zeitspanne bisher, ne, in den inzwischen 28 Jahren, Alter Knacker. durch mehrere Leben bereits durchgegangen zu sein. Und im Energetischen ist das auch durchaus der Fall. Also ich bin jetzt ein anderes Wesen, als das ich vor 10 Jahren gewesen bin. Und das erleben wir jetzt auch. Also ne, jeder, der jetzt in diesem Übergangsprozess von einer kosmischen Klassenstufe in die nächste ist, wird mehrere Inkarnationen in einer erleben, zwangsläufig, weil also es rattern sozusagen alle Identifikationssets in Höchstgeschwindigkeit einmal durch. Ne, also jeder, der so ein bisschen in der Erfahrung davon steckt, kann das bestätigen, oder? Ja, voll, voll. Also ich habe auch das Gefühl, eine Geschwindigkeit, absolut. Und ich finde es geil, ein Ticket für diese Inkarnation bekommen zu haben, auf jeden Fall. Also jetzt zu dieser Zeit da sein zu können, so krass sie vielleicht auch im Außen aussehen mag, aber ich finde es völlig abgefahren. Ich bin so dankbar, dass ich meinen Körper habe und das gerade hier alles so auch miterleben darf. Voll, voll bin ich ganz, ganz bei dir. Und mir ging es da eigentlich sehr ähnlich wie dir. Ich bin auch atheistisch groß geworden und so im Osten ja in der DDR damals und da gab es einfach keinen Gott und ich durfte mich auch ganz, ganz unschuldig den ganzen Themen nähern. Ich weiß noch, als mein Bruder mir das erste Mal ein Yoga-Buch in die Hand gedrückt hat und ich das einfach mal probiert habe, wie das funktioniert und dann so wirklich Stück für Stück für Stück da reingeführt wurde, ja, über viele Erfahrungswege und jetzt auch sagen kann, ey, da ist eine Verbindung und die ist einfach wunderschön. Und ich finde das Spiel hier echt abgefahren, ja. Aber lass uns mal zum Abschluss ruhig noch mal eine Runde tief tauchen und sehr philosophisch einsteigen. Warum das Ganze? Ja, also warum, und ist die überhaupt die Frage, warum die Quelle ja auf die Idee gekommen ist, ja, aus ihrer Einssein überhaupt sozusagen dieses Riesenspiel entstehen zu lassen? Ja, und also weißt du, was ich meine? Sozusagen, warum kam Gott jemals auf die Idee, sein Einssein aufzulösen und sich scheinbar erstmal auch in verschiedene Teile aufzutrennen, die vergessen und auch das tun, was gerade getan wird. Genau. Also ich würde sagen, dass das nicht die Idee der Quelle war, sondern unsere Idee. Okay. Und dass wir halt unsere Idee manifestiert haben und die Quelle nach wie vor die Quelle ist und nach wie vor so ist, wie sie ist in ihrem ganzheitlichen Sein. Und wir in ihr und gleichzeitig
in unserer eigenen Erfahrungskonstellation, Konstruktion, die bewusst ein Antidote, ein Gegenteil von dem, wie die Quelle sich erfährt, darstellt. Ja. Also die Frage, warum oder das Ganze also du kannst alles ins Feld führen. Für diese Antwort. Und letztlich würde ich sagen, ist es dafür da, um wieder in den Zustand zurückzukehren, aus dem wir gekommen sind. Also es hat keinen höheren Zweck als der Zweck, der in ihr liegt, in diesem Erfahrungsspiel. Und das heiligt jeden Moment. Das heiligt jedes Ein- und Ausatmen, wenn wirklich in dem Einatmen der Sinn des Einatmens liegt und im Ausatmen der Sinn des Ausatmens. Ja. Ich meine, das und du darin einen heiligen Zweck erkennst, der nur in diesem Moment besteht und nur dafür und nicht Mittel zum Zweck für irgendwas ist, dann, ne, dann bist du bei dir angekommen und kriegst dieses Erfahrungsspiel auf mehreren Ebenen mit. Ja. Coole Antwort, ja. Auch gut, kann ich gut mitgehen, kann ich sehr gut mitgehen. Viele reden gerade auf der Erde, wir kommen auch gleich zum Ende, aber ich mag, wenn ich dich schon einmal an der Strippe habe, ruhig Fragen stellen. Viele reden auch gerade von einer Art, sagen wir mal, biblischen Endzeit, biblischen Endkampf, gut gegen böse, ja, das Helle gegen das Dunkle. Ja. Würdest du das auch so sehen, beziehungsweise würdest du überhaupt sagen, dass es so etwas wie das Böse gibt und das auch Macht hat? Ja, also es wird natürlich hier inszeniert, ob es das gibt oder nicht, liegt im Auge des Betrachters. Mhm. Ob er es für wahrnehmen möchte, also ob er dem Wahrheit schenkt oder nicht. Mhm. Das Dualitätsspiel liegt im Geist, der mitspielt, nicht in, also das, und das ist, also deswegen ist es was völlig Subjektives. Und natürlich wird auf der kollektiven Bühne gerade dieses Endzeitspiel, Schauspiel dargestellt. Ne? Und das spielen die auch ganz gut. Natürlich, einige kommen jetzt dahinter. Es gibt aber auch ein paar schlechte Schauspieler, wo man dann echt denkt, so, nee, das kann nur ein Schauspiel sein. Ne? Und auf einer gewissen Ebene, auf der Ebene der Dualität, gibt es durchaus Kräfte, die sich entschieden haben, in die Rolle des Chaos oder der Zerstörung zu gehen. Und die arbeiten genauso für das große Ganze wie jede andere Kraft auch. So. Und deswegen liegt es wirklich im Geist von demjenigen, der das betrachtet, ob er diesem Erfahrungsschauspiel für sich Realität eingesteht oder nicht. Und darin liegt auch letztlich unsere große Freiheit, dass wir wirklich entscheiden können, was wir zu unserer Wirklichkeit machen oder nicht. Ich sag's jetzt mal ein bisschen krasser, ne? Du hast jetzt vor kurzem auch ein Video über rituellen Missbrauch, ja, rausgebracht. Also was sagst du zum Beispiel so einem Menschen oder auch Zeugen, die das gerade mitkriegen? Ich meine, es werden so viele Schweinereien auf diesem Planeten gerade aufgedeckt. Viele Sachen werden sichtbar, wo man denkt, unvorstellbar, ist das wirklich wahr? Ja, also wie ordnest du solche Dinge A, für den Menschen an sich, der das gerade erlebt? Ja, viele sagen ja, Pech, ne? Selber erschaffen, Seelenplan, Pech gehabt. Wie ordnest du solche Geschehnisse ein, die ja wirklich sehr, sehr heftig gerade sind? Ja. Ich würde so jemanden definitiv nicht um die Ohren haben, Pech gehabt, Seelenplan, deine eigene Entscheidung. Ja. Weil das ist einfach, es ist gefühlslos. Ja. Geht nicht auf die Position ein, in der andere sich gerade erfährt. Wir müssen die Menschen wirklich überall dort abholen, wo sie gerade stehen. Ja. Und wenn sie sich eine Realität erschaffen haben, ne, was letztlich der Fall sein mag, wo sie genau diese Erfahrung durchlaufen haben und sie sich als Opfer ihrer Umwelt erfahren, dann müssen wir erstmal im ersten Schritt auf die Art, wie sie das erfahren haben, eingehen. Wir können ihre Realität nicht gleich überpinseln und sagen, nee, das ist,
Es ist ja, also jede Wahrheit ist ja für den, der sie erlebt, gleich wahr. Es gibt ja keine letztendliche absolute Wahrheit, die sich über andere Wahrheiten stellt, sondern jede Erfahrung ist gleich wirklich. Und wenn jemand die Erfahrung gemacht hat, rituell sexuell missbraucht geworden zu sein, dann ist das für ihn eine wahrhaftige Erfahrung. Und auf die müssen wir versuchen, irgendwie empathisch einzugehen. Ne? Und da geht es darum, einfach zu schauen, wie können wir das menschliche Bewusstsein an der Stelle, wo es gerade ist, abholen und Stück für Stück aus der Angst, aus der Beengung in einen weiteren Bewusstseinsraum führen. Und das hat ganz viel mit dem Prozess der Vergebung zu tun. Es hat ganz viel, ne, sich damit zu tun, sie anzuschauen, was habe ich eigentlich erfahren. Und wenn ich therapeutisch arbeite, zum Beispiel, bediene ich auch ganz andere Ebenen, als wenn ich in den Büchern philosophische Schöpfungslehren aufschreibe. Also das ist, das habe ich auch am Anfang habe ich das nicht ganz klar gekriegt, wann ich wie welche Ebenen bediene. Und ich war da auch sehr, sehr ruppig manchmal. Und ich habe aber wirklich ein Ebenenfeingefühl jetzt inzwischen bekommen, wann ich wo was anbringen kann einfach. Und dann der letzte Schritt, ne, ist immer also dass die Leute aus ihrem selbst geschaffenen Gefängnis selber raustreten. Ne, wir können wirklich von außen nur die Angebote schaffen und sagen, hey, schaut mal, was wäre, wenn ihr das Leben so und so betrachtet? Und das ist einfach, also ich sehe mich da so als Kellner, der so ein Tablett hinhält und sagt, ey, schau mal, probier mal das hier. Probier mal, das Leben auf diese Art und Weise zu kosten oder zu erfahren. Und dann kann man zugreifen oder auch nicht. Auch ein sehr schönes Bild, ein Kellner, der mit dem Tablett rumgeht. Ja, aber das auch möchte ich noch anknüpfen, sozusagen, wenn du sagst, noch an deine therapeutische Arbeit, inwiefern verteilst du denn sozusagen noch Pflaster, ja, um die Grundversorgung zu machen? Oder inwiefern sagst du, hey, okay, sollen wir gleich an die Wurzel gehen? Also bist du überhaupt noch bereit, Pflaster zu verteilen? Oder sagst du, ey, ganz ehrlich, Leute, entweder wir machen die Arbeit ganz oder gar nicht? Ja. Ich überlasse tatsächlich das Pflasterverteilen meistens an andere. Es gibt sehr viele Therapeuten, die unglaublich gut darin sind, zu verhätscheln und vertätscheln und Pflaster zu verteilen. Und das ist auch wichtig, ne? Die leisten auf ihrer Ebene auch einen wichtigen Beitrag. Wer zu mir kommt, da geht es an die Essenz. Da geht es wirklich darum, in die volle Verantwortung für alle Erfahrungen zu gehen, die man gemacht hat. Und wirklich diesen Grundknoten, auf dem sich dieses ganze Erfahrungsspiel aufgehangen hat, den zu lösen, den zu entheddern und einfach in ein weiteres Bewusstsein zu gelangen. Das ist das, Mega. wofür ich hier bin. Ja, cool. Mega. Da haben wir deinen Auftrag auch gleich mal geklärt. Auftrag Robin hier auf der Erde, Haken. Okay, ich meine, wer bis jetzt zugehört hat, dem geht die letzte Tür jetzt vielleicht entweder auch noch zu weit oder nicht, aber ich stelle die Frage trotzdem, bevor wir schließen und vielleicht alles nochmal auch einzeln in einem anderen Podcast nochmal beleuchten. Ja. Stichwort der besetzte Planet. Ja. What's going on? Ja, also ich meine das Thema ja, außerirdische, andere Wesenheiten, Lebensformen, ob nun in 3D-Form oder nicht, ja, ist auch in vielerlei Munde. Viele sprechen darum. Wie siehst du das? Ja, ich meine, du hast auch bei YouTube das Kapitel drin, für jeden, der es interessiert, der besetzte Planet. Magst du mal einen kurzen Einblick geben, was so deine Vorstellung davon ist, was auch noch vielleicht auf der Erde vor sich geht? Ja, Ich hoffe, das Video geht damit trotzdem noch durch. Aber wenn dein YouTube-Video drin bleibt, bleibt das auch drin. also der Erfahrungsraum Erde ist prinzipiell offen, dass ganz, ganz verschiedene schöpferische Wesen von überall hier sich inkarnieren können. Also das heißt, es ist ein sogenannter Kreuzfeldplaneten. Es gibt Planeten oder Erfahrungsräume, die sehr
enge, begrenzte Inkarnationsregelungen haben, möchte ich sagen. Und der Planet, auf dem wir sind, da können einfach ganz verschiedene Schöpfungswesen oder Wesen aus unterschiedlichen kosmischen Klassenzimmern hier inkarnieren, wenn sie das wünschen. Und deswegen gibt es natürlich, also jeder, der erstmal sich hier inkarniert ist, ist erstmal Mensch. Gleichzeitig haben wir alle unterschiedliche seelische Erfahrungen von unterschiedlichen Ebenen gemacht. Und deswegen sind wir noch viel mehr als das. Und bei mir ist das jetzt zum Beispiel so, dass ich mich bewusst an diese anderen Erfahrungen erinnere und dadurch mich zum Teil gar nicht als Mensch erfahre, weil ich halt in einem anderen Identifikationsset bin. Klar, jetzt gerade durch diesen Körper in dieser Inkarnation, aber geistseelisch haben wir viel mehr Informationen von anderen Ebenen. Und ja, also ich fühle mich wie ein Außerirdischer hier manchmal, wenn ich so mich in der Welt umschaue und sehe, was die Menschen zu ihrer Realität erklärt haben. Und ich glaube, dass es sehr vielen anderen Menschen auch so geht. Ja. Also das heißt, ja, also ist in dem Sinne gibt es für mich diese Kategorie, das ist außerirdisch, das ist innerirdisch, nicht so wirklich. Es ist alles ein buntes Potpourri, ein Gemisch aus Erfahrungen von unterschiedlichen Erfahrungsräumen, Erfahrungsdimensionen. Und eine erfahren wir halt jetzt hier auf der Erde im kosmischen Klassenzimmer. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort für die Pause zumindest. Ja, ich würde die Glocke klingeln zur Pause. Robin, ich danke dir sehr, ja, für diesen tiefen, profunden Einblick. Ich würde mich total freuen, wenn wir das vielleicht an der einen oder anderen Stelle fortsetzen. Naja, das philosophische Gespräch im Klassenzimmer. Robin, vielleicht als Abschlussfrage, was kommt nach dem kosmischen Klassenzimmer? Was ist die Universität? Können wir, was wir, wie geht es sozusagen deiner Meinung nach? Was glaubst du, ja, wenn wir vielleicht, sagen wir mal, die Grundschule oder das Abitur geschafft haben, nach dem kosmischen Klassenzimmer weiter? Das wird sehr spannend und das möchte ich der Erfahrung jedes Einzelnen überlassen, weil das einfach Räume sind, wofür Worte nicht mehr ausreichen. Ja. Aho, sage ich mal, ich setze mal einen Punkt. Vielen, vielen Dank, Robin. Vielen Dank an alle draußen, die zugehört haben. Ja, es ist ein großes Thema, ein spannendes. Ich kann wirklich jedem das Buch empfehlen. Sehr, sehr toll geschrieben. Und ja, ich freue mich auf die Reise hier in diesem kosmischen Klassenzimmer mit uns allen. Und macht's gut, habt eine schöne Zeit.